Man muss sich nur mal vorstellen, die Menschen leben in diesen Unterkünften, haben nie gelernt, was eine Nebenkostenabrechnung ist, wie man mit Strom umgeht, mit Energie umgeht. Die können dann nicht Deutsch, sollen dann in einem halben Jahr in eine Privatwohnung einziehen, können sich mit ihrem Vermieter nicht verständigen, mit ihrem Nachbarn nicht verständigen, kommen aus dem System der Totalversorgung. Die müssen erst mal lernen, auch diese Pflichten, die Freiheit des freien Wohnens, des privaten Wohnens zu lernen. Und da gehört die Sprache dazu, aber auch das Know-how. Und wir versuchen auch nicht nur Sprache zu vermitteln, sondern auch im Grunde über Information, über Kontakt zu Einheimischen, die Kenntnisse weiterzugeben, die man braucht, um hier anfangen zu können in dieser Gesellschaft. Das ist Somalia, das ist Irak, Afghanistan, Iran, das sind alles Länder, wo man, nur wenn man die Zeitung liest, nachvollziehen kann, dass es Länder sind aus Konfliktregionen. Syrien kommt jetzt noch dazu, Mazedonien, Serbien, die Vertreibung der Roma. Das sind gerade die Flüchtlingsgruppen, die hier mehrheitlich ankommen. Das ist das Erste. Also es gibt gute Gründe, seine Heimat zu verlassen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, freiwillig geht niemand. Es ist nicht immer nur eine Sicherheitsperspektive, die jemand sucht, aber auch eine existenzielle Perspektive. Und das halte ich auch für legitim. Nämlich einen Ort zu haben, wo ich sicher bin, vielleicht mal arbeiten kann und mich selber versorgen kann. Das Zweite ist diese Vollversorgung. Ich muss da nochmal relativieren. Wenn ich in die Asylunterkünfte gucke, wir haben immer noch Räume mit 6 Personen in einem Raum, Unterkünfte, wir haben große Unterkünfte in Augsburg, die Flakkaserne, 400 Menschen in einer alten Kaserne unter teilweise schwierigen Bedingungen. Also das ist nicht vergleichbar mit dem normalen, Anführungszeichen, Leben in Deutschland. Von daher gibt es auch keinen Grund zum Neid und auch die Frage der Arbeitsplätze stellt sich nicht, weil im Grunde die meisten Flüchtlinge keine Konkurrenz darstellen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist einfach, die Fakten sind andere. Die arbeiten in Reinigungsgewerbe, die arbeiten in der Gastronomie, die arbeiten in Bereichen, wo sonst niemand sich findet. Also sie decken im Moment auch viele Lücken ab in dem Bedarfssystem der Wirtschaft. Und insofern, und da bin ich sehr glücklich, dass wir in Augsburg da keine Tendenzen haben und es unsere Aufgabe ist, diese Information immer weiterzugeben, ja, dass es hier keine Situation der privilegierten Flüchtlinge gibt. Ich habe vielleicht ein bisschen pessimistischer als du zwar auch den Eindruck, dass wir im Moment von diesen Tendenzen in Augsburg verschont sind. Das ist, kann sich schnell ändern. Denn wer sich erinnert, die Angriffe gegen Asylbewerberheime Anfang der 90er Jahre haben von nahezu keiner Region in Deutschland, und ich meine damit weiß Gott nicht nur Ostdeutschland, wo die spektakulärsten Fälle waren, Halt gemacht. Also das kann sich schnell auch wieder ändern. Insofern müssen wir präventiv in der Bevölkerung tätig sein. Und eines meiner Argumente war eben, wenn man die Möglichkeiten schafft, dass Flüchtlinge eben tatsächlich so ein Minimum an Bürgerrechten erhalten, um sich eben frei zu bewegen und frei auszutauschen, dass damit eben auch die Möglichkeit geschaffen werden kann, viele dieser Vorurteile erst gar nicht aufkommen zu lassen. Wir wissen eigentlich aus allen Industriegesellschaften, dass dort die Vorurteile am größten gegenüber einer Minderheitengruppe sind, wo diese Minderheitengruppen am wenigsten sichtbar oder vorhanden sind. Also im Umkehrschluss, ein soziologischer Umkehrschluss, je stärker die Möglichkeiten zum Austausch sind, desto mehr können eben solche Informationsdefizite, wie eben beispielsweise Flüchtlinge würden Arbeitsplätze wegnehmen, aus der Welt geschafft werden. Eine andere Sache ist, denke ich, auch eine gewisse Doppelzüngigkeit der Politik. Auf der einen Seite wird, Matthias hat es schon gesagt, im Schengen-Raum mit verschiedenen Zwischenstufen seit Mitte der 80er Jahre Grenzen innerhalb der EU, also werden Grenzen, fallen Grenzen, sind Grenzen gefallen, können sich EU-Bürger frei bewegen. Auf der anderen Seite wird eben diese Festung Europa an den Außengrenzen mit immer größeren technischen Raffinesse, aber zum Teil eben auch mit schweren Menschenrechtsverletzungen aufrechterhalten. Und ich denke, diese Doppelzüngigkeit, die muss eben auf jeden Fall eben auch kritisiert werden, dass sich auf der einen Seite führende Bundespolitiker, beispielsweise ganz aktuell in den letzten Wochen und Monaten, medienwirksam im arabischen Raum zeigen, in Ländern der arabischen Revolution, aber eben, wir hatten es vorhin bereits angesprochen, die Frontländer, die europäischen, eben in Richtung
eben den arabischen Revolutionsländern, vorneweg eben Italien, Malta, Griechenland, Spanien, eigentlich in diesem Punkt alleine gelassen werden. Also um das systematisch auf den Punkt zu bringen, also auf der einen Seite findet eben eine europaweite Asylpolitik, eine Vereinheitlichung der Asylpolitik, der Asylrechtsentwicklung in den letzten 20 Jahren statt. Auf der anderen Seite wird hier in einer Art Florians-Prinzip gesagt, also das geht uns nichts an, außer eben verbale Unterstützung der dortigen Bevölkerung. Das heißt also, hier müsste gerade Deutschland als eines der zentralen Kernländer der EU und auch der EU-Integration ganz klar weitaus stärker gesamteuropäisch agieren, um diese jetzt sicher auch im Zeitverzug, erst in den nächsten Monaten überhaupt, noch stärker virulente Flüchtlingsentwicklung aus dem arabischen Raum damit auf EU-Ebene in einer humanitären Perspektive umzugehen. Von Flüchtlingspolitik reden, müssen wir von Fluchtursachenbekämpfung reden. Und dann müssen die Dinge benannt werden. Wenn man jetzt das Beispiel Libyen annimmt, wir hatten noch vor einem halben Jahr, war die EU in Verhandlungen über 50 Millionen Euro-Programm mit Libyen zur Rücknahme von Flüchtlingen. Die Menschenrechtsberichte über Libyen waren nicht besser. Nur jetzt ist das Thema, jetzt ist es, denke ich, registriert und jetzt kann man mit Gaddafi so nicht mehr kooperieren. Wir hatten die Rüstungsexporte nach Libyen. Wir wissen, dass Sattelschlepper von Mercedes dort die Panzertransporte ermöglichen. Wir wissen, dass es Rüstungstechnik gibt, die nach Libyen gegangen ist. Also es gibt keine konsistente Politik. Wir haben im Moment eine Flüchtlingspolitik, die ist eher eine abwehrende Politik. Wir haben auf der anderen Seite eine Rüstungsexportpolitik, die uns im Moment an die dritte Stelle der weltweiten Rüstungsexporte als Bundesrepublik Deutschland gebracht hat. Und wir haben eine Außenwirtschaftspolitik, teilweise regionale Märkte in Afrika zerstört durch subventionierte EU-Lebensmittel. Und wenn man das alles mal zu einer schlüssigen Politik zusammenfassen würde, dann müsste man sagen, die Flüchtlingspolitik muss, die Menschenrechtspolitik muss parallel oder aufgewertet werden. Die Außenwirtschaftspolitik muss dieses Thema Flucht auch behandeln. Also wir müssen im Grunde eine schlüssige Gesamtpolitik haben, was das angeht, was Fluchtursachenbekämpfung angeht. Die haben wir im Augenblick nicht. Flüchtlingspolitik ist im Augenblick Abwehrpolitik. Also am besten, denke ich, funktioniert es bei den Kindern. Ich möchte mal da anfangen, dass es doch möglich ist, die Kinder relativ schnell in den Kindergartenplatz zu bringen, dass es inzwischen Schulpflicht gibt. Die gab es in den 90er Jahren noch nicht. Und jedes Kind kommt auch in die Schule, wenn es zumindest unter 15 Jahren ist. Kinder, die neu kommen, schon 15 sind, ist sehr schwierig mit der Beschulung. Die Eltern, das Thema Eltern und Erwachsene ist wesentlich schwieriger. Es gibt keine Deutschkurse, es gibt dieses einjährige Arbeitsverbot, die Bewegungsfreiheit und die genannte Unterbringungspflicht. Das heißt, für die Erwachsenen ist die Anpassungssituation deutlich schwieriger. Und das bedeutet oft im Familienverband auch eine Abwertung der Elternrolle und eben eine Aufwertung der Kinderrolle. Also es hat immer familiendynamische Konsequenzen, sowas. Und unsere Aufgabe muss es im Moment sein, so sehen wir es jetzt von Tür an Tür, auch die Eltern zu stärken. Auch, also wenn der Papa einen Deutschunterricht macht und die Mama einen Deutschkurs macht, dann bedeutet es ja auch eine Aufwertung aus Sicht der Kinder, die in die Schule gehen. Mal ganz wichtig. Wir müssen die Eltern, was sehr schwierig ist, unterstützen, ihre Kinder auch irgendwann mal auch schulisch ihnen helfen zu können. Das ist ganz schwierig, wenn sie kein Deutsch können. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Das heißt aber möglichst viel Kontakte auch zur einheimischen Bevölkerung. Wir haben so ein Modell Sprachpartnerschaft. Das heißt, 1:1 treffen sich Menschen einmal in der Woche, gehen miteinander spazieren, sprechen miteinander, ergänzen zum Deutschunterricht. Wir brauchen eine gute medizinische Versorgung. Wir haben Menschen, die traumatisiert sind. Wir haben aber nicht die Therapeuten im Augenblick. Wir haben nicht die Therapieangebote. Es ist sehr, sehr schwierig, zu einer erfahrenen Therapieorganisation einen Platz zu bringen. Wenn ich zu Refugio München gehe, eine erfahrene Organisation, eine muttersprachliche Therapie will, kann sein, dass ich ein Jahr lang warte. Also das ist ein Thema, das ganz besonders wichtig ist, gesundheitliche und psychologische Versorgung von Flüchtlingen. Und so kann man das natürlich bausteinartig aufbauen. Wir versuchen an einzelnen Stellen anzufangen und die Dinge, dass sie sich allmählich ergänzen zu einem System. Allerdings kämpfen wir einfach damit, dass es dafür keine Finanzierung gibt. Also unsere Arbeit basiert im Augenblick wesentlich auf Freiwilligen. Also wir haben jetzt hier in dem Zentrum zwischen 50 und 70 Freiwillige, die diese Arbeit machen, diese Tätigkeiten machen, von denen ich erzählt habe, ergänzt durch Hauptamtliche.
die aber auch von europäischen Mitteln finanziert waren, und ohne diese Freiwilligen ging hier gar nichts. Flüchtlingsarbeit war in der Vergangenheit immer die Arbeit von Hauptamtlichen, und wir haben festgestellt, dass wir die Zivilgesellschaft brauchen, deswegen bin ich auch dankbar, um mal darüber reden zu können, und Menschen brauchen es lang, investieren ein paar Stunden in eine dieser Aufgaben. Eines, das war mir am Anfang unserer Sendung wichtig, mit dem kurzen Ausflug in die frühe Menschheitsgeschichte, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass uns Migration alle angeht, da wir einschließlich eben unserer Vorfahren eben in einer migrantischen Menschheitsgeschichte und menschheitsgesellschaftlichen Situation uns befinden und mehr denn je befinden. Also Migration kann uns jederzeit selbst betreffen. Ich glaube, dieses eine Wort Fukushima reicht aus, um uns deutlich zu machen, dass im Herzen einer der entwickelsten Nationen der heutigen Menschheit, eine Nation, die in vielen vergleichbar ist mit unserer in Japan, plötzlich viele, viele 10.000 Menschen sich über Monate hinweg in einer Binnenflüchtlingssituation befinden. Mit Tschernobyl war das vor einigen Jahrzehnten weitaus näher zu hier, damals noch hinter den Mauern des Eisernen Vorhangs, ähnlich gewesen. Also das heißt, für mich ein ganz klarer, wichtiger Punkt, von der schulischen Ausbildung her, von der Erziehung her, vom Kindesalter an, ist das migrantische Thema unterbelichtet und braucht eben eine stärkere öffentliche Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Besonders heute, wo eben Generationen allmählich aussterben, die eben von ihrem eigenen Lebenshintergrund, Stichwort Zweiter Weltkrieg, Aufnahme von Flüchtlingen aus Ostgebieten in der Bundesrepublik, das auch immer mehr in den Hintergrund gerät, ist also persönlich bei vielen hier eben an der eigenen migrantischen Erfahrung vom familiären Herkommen mangelt. Das als ein erster zentraler Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, das ist jetzt bereits eine politische Forderung, eben wegzugehen von dieser ganz harschen Unterscheidung. Auf der einen Seite gute Migranten aus den EU-Staaten, also die in einem Status des sehr vergleichbar eigentlich Bürgerrechtsstatus, bürgerlichen, also bürgerrechtlichen Status sehr vergleichbar mit dem eben eines Geburtsdeutschen sich befinden, und auf der anderen Seite strukturell böse Migranten, die eben nicht aus EU-Ländern kommen, wo eben das Stigma der Illegalität eben sehr schnell im Raum steht. Bei aller Freude, dass es die Genfer Flüchtlingskonvention Anfang der 50er Jahre gab, die sogar Ende der 60er Jahre über die europäische Ebene hinaus ausgeweitet wurde, haben wir eine ständige Zunahme von Fluchtursachen, also wo eigentlich die Anerkennung überhaupt dem hinterherhinkt. Wir haben also viele Fluchtursachen, wenn wir jetzt zunehmend den Umweltbereich nehmen, der eben damals noch nicht ins Auge kam. Also wir müssen sehen, dass Menschen aus vielerlei Gründen hierher kommen, und einer der Hauptfluchtgründe, auch weswegen eben Millionen Menschen Deutschland in den letzten Jahrhunderten sowohl im Osten wie im Westen verlassen haben, eben eine Armutsflucht, ist eben nach wie vor bei uns wenig anerkannt oder eben mit ganz großen Ängsten verbunden. Also das heißt, hier würde bei mir eben auch die Forderung ansetzen, den gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, was sind die Ursachen von Armut weltweit. Das kann nicht von anderen Politikfeldern getrennt werden. Die Migrationspolitik im Allgemeinen und die Flüchtlingspolitik im Besonderen ist auf engste mit anderen Politikfeldern verbunden. Auf einer regionalen Ebene. Ich möchte auch von meiner Seite betonen, das wäre jetzt eigentlich der Hochschulraum zu sagen, wir brauchen tatsächlich die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das schließt eben ein, dass auch Einrichtungen wie beispielsweise Universitäten, Hochschulen, Schulen eben in diese Flüchtlingsarbeit auf vielfältige Weise eingebunden werden. Also Tür an Tür ist, finde ich, dafür ein hervorragendes Beispiel, vielleicht die Gelegenheit nutzen. Es gibt seit einigen Monaten zunehmend, aber schon seit einigen Jahren eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Arbeit und Leben und der Universität in vielfältiger Form, dass Leute von uns Informationen aus erster Hand hier erhalten, dass wir die Möglichkeit, auch ich selbst bekommen habe, hier mit Flüchtlingen zu sprechen, Interviews zu führen. Es gibt eben Forschungsarbeiten, die hier bei Tür an Tür stattfinden können.
aber eben auch bis hin zu Praktika. Das sind kleine Basisinitiativen, die es hier zum Glück gibt, aber das muss auch im öffentlichen Bewusstsein natürlich ganz arg gefördert werden, dass Institutionen sich auch verantwortlich für die Flüchtlingsthematik sehen und eben mit den Menschen zusammenkommen, die bereits in der Flüchtlingsarbeit sind und im Idealfall eben auch die Möglichkeit eben zum Kontakt und damit letztlich auch eine Arbeit, die Flüchtlingen zugute.